Heute werde ich euch mal zeigen, wie man Reifen richtig austauscht. Wenn wir uns das jetzt hier einfach mal anschauen, dann seht ihr ja, dass es hier tiefer ist als hier. Und hier in diesem Bereich ist, wenn der Reifen fertig montiert ist, unser Reifenpult. Was wir jetzt quasi machen, wir müssen den auf einer Seite hier in die Mitte reinbringen. Da ist ja dann quasi der Umfang von der Felge kleiner als hier oben. Drücken wir auf der einen Seite erstmal in die Mitte von der Felge. Und dann kann man hier mit dem Reifenheber eigentlich relativ einfach reingehen und den hier rüberziehen, weil er Reifenpult schon in der Mitte von der Felge liegt. Laufrichtung natürlich beachten, Mantel rein. Und dann mache ich ihn erstmal auf einer Seite rein und dann den quasi hier so langsam rumziehen. Reifenheber dann zur Hilfe nehmen. Jetzt sitzt auf der einen Seite schon mal drin. Den Schlauch leicht aufpumpen. Ventil nicht ganz durchstecken. Jetzt fangen wir hier an und legen den Mantel in die Mitte vom Felgenbett. Und am Ende wird es dann natürlich schon saftig. Schaut gut aus. Und dann kann man den quasi hier innen einschmieren. Oh!